Heute bin ich hier im Botanischen Garten meiner Uni und ich würde euch gerne eine Idee vorstellen, an der ich momentan gerade arbeite. Eine Idee, die sich auch ziemlich schnell in ein Gesetz gießen lassen würde und ich glaube, uns allen eine Menge neue Erkenntnis bringt. Und da Aufklärung der erste Schritt ist zur Besserung, hoffe ich, dass euch die Idee gefällt und dass ihr sie mit mir gemeinsam weiterentwickelt. Darum geht's. Und zwar, wenn wir Dinge kaufen, Produkte kaufen, Lebensmittel kaufen, dann haben wir da immer so eine Nährstofftabelle, die uns ganz genau angibt, was ist denn in dem Produkt drin. Aber eine der wichtigsten Informationen, ja, die wichtigste Information für unsere Zukunft, die CO2-Bilanz, die steht nicht auf dem Produkt drauf. Und jetzt war ich letztens beim Rewe einkaufen, da gibt es diese Bio-Rewe-Schokolade und die gibt innen drin ganz genau Aufschluss, wie viel CO2 bei der Produktion der einzelnen Inhaltsstoffe entstanden ist. Und da habe ich mir gedacht, hey, warum gibt es das nicht schon für mehr Produkte und warum kriege ich am Ende auf dem Kassenbon nicht eine Summe an CO2-Emissionen, die mein Kauf verursacht hat, damit eben eine direkte Kausalität zwischen der Handlung, die man selbst tut, der Dienstleistung, die man in Anspruch nimmt, besteht und den Folgen, die das Ganze für den Klimawandel hat, damit man eben diese Handlungsunfähigkeit, dieses Erschlagensein von der Größe des Problems, die hat dann ein Ende, weil man direkt den Zusammenhang sieht zwischen dem, was man tut und dem, welche Wirkungen das langfristig aufs Klima haben könnte. Und dann sieht man nämlich auch direkt, wo man am meisten Spielraum hätte, um sich eben effizienter zu verhalten bzw. Produkte zu kaufen, die nachhaltiger und besser sind. Aber Wissen ist dafür der erste Schritt. Und was könnte man jetzt dafür tun? Man könnte halt als Gesetzesinitiative dafür sorgen, dass möglichst viele und in Zukunft alle Dienstleistungen einen CO2-äquivalenten Fußabdruck abbilden müssen. Ja, also dass man eben genau neben der Nährstofftabelle sieht, diese und diese Bestandteile kamen aus der und der Region, den Fruchtjoghurt, den ich hier gekauft habe. Ja, der Joghurt ist aus der Milch, aus der Region, aber die Früchte da drin sind aus Australien. So, das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, denn es gibt auch manchmal kontraintuitive Sachen, dass der Apfel aus Australien eine bessere CO2-Bilanz hat als der Apfel aus der Region, der mit einem mega ineffizienten Traktor eingefahren wird. Ja. Aber das muss eben transparent gemacht werden. Und das gilt nicht nur für Lebensmittel, das gilt natürlich auch für das Geschäft, in dem man einkauft. Ja, also welche Stromrechnung hat das und so weiter. Die Transportwege, die Güter haben. Wenn ich an der Tankstelle Benzin kaufe, dann ist relativ klar, wie viel CO2 durch dieses gekaufte Benzin ausgetragen wird. Aber wie viel CO2 hat das Benzin schon hinter sich, um zu dieser Tankstelle zu kommen? Und so weiter. Ja? Oder die Tankstelle, wie viel Strom verbraucht die, etc. All das kann in so eine Rechnung integriert werden. Und dann würde ich mich noch dafür einsetzen, dass es eben nicht nur auf diesem Rechenbon steht, sondern per NFC direkt auf eine App übertragen werden kann, beziehungsweise bei der EC-Kartenzahlung direkt auf ein Konto bei der jeweiligen Bank übertragen wird. Sodass man am Ende eben des Monats nicht nur sieht, wie viel Geld habe ich ausgenommen, wie viel Geld habe ich eingenommen, sondern auch wie viel CO2 ist dabei entstanden, dass bei der EC-Kartenzahlung sozusagen diese CO2-Summe direkt auf ein extra Bilanzkonto auf der Bank übertragen wird. Ich hoffe einfach, dass wenn diese Möglichkeiten da wären, ja, dass die Menschen dann einfach sehen können, okay, gut, hier geht noch was. Oder die und die Tankstelle, die nutzt Ökostrom. Ja, bei der zahle ich gerne 0,000 Cent mehr pro Liter, ja, weil so viel macht das dann ja am Ende gar nicht aus. Aber einfach, dass man die Information hat, dass der Konsument gestärkt ist, dass ich als Entscheider, als rationaler Akteur eben besser meine Incentives setzen kann. Und das ist momentan nicht möglich. Und das wäre ganz leicht möglich, wenn der Gesetzesgeber hier die Initiative ergreift, sagt, hey, NGOs, Unternehmen, ihr habt ein Jahr Zeit, Kriterien zu entwickeln, wie wir das machen mit den Standards der CO2-Berechnung. Dann kommt das Bundesumweltministerium, setzt das in ein Gesetz um. Dann kommen die Banken dazu, die das mit der EC-Kartenübertragung übernehmen müssen und dem NFC. Und zack, in 2 Jahren wissen wir ganz genau bei jedem Einkauf, wenn wir das wollen, die und die Folgen hat das für die Umwelt. Ich hoffe darauf, dass die Menschen dann einfach das umsetzen werden, sich umorientieren werden und diese Externalität, also diesen CO2-Effekt, auch mit einpreisen werden und sich eher für Produkte entscheiden werden, die effizienter sind für die Umwelt, für uns alle, für unsere Zukunft. Und das ist eine ganz simple Idee und ich glaube mit Riesenwirkung. Man darf natürlich dabei nicht vergessen, wenn das nicht klappt, ja, dann kann man natürlich auch über diese Feststellung Steuern erheben auf Produkte.
die nicht so effizient sind. Aber ich glaube, allein schon die Information wird die Menschen dazu bewegen, von selbst aktiv zu werden und was zu handeln. So, jetzt kommt er gleich, nee, er fährt woanders vorbei. Der Wagen, so ist das im Botanischen Garten, ja. Ist nicht immer so friedlich und ruhig hier. Aber ich glaube, das wär der Hammer. Ja, das wäre echt der Hammer, wenn wir da diese Transparenz haben, weil die Leute wollen das wissen. Die Leute wollen das sehen. Im Moment ist es nur so unendlich schwierig, das für die meisten Produkte rauszufinden, weil die Produkteure ganz genau wissen, dass viele Kunden sich vielleicht für ein anderes Produkt entscheiden würden, wenn sie sehen würden, wie dreckig ihr Produkt hergestellt wird. Und diesen Anreiz, den muss man ihnen nehmen. Ja, diese Intransparenz, dieses unter den Teppich kehren. Ja, wenn ein Produkt wirklich gut ist, dann muss man sich auch vor seiner CO2-Bilanz nicht verstecken. So, ganz einfach die Kiste. Ja, und hier ist es eine Aufgabe des Staates, dazwischen zu gehen und den Konsumenten die Macht in die Hand zu geben, sich selbst für die Produkte zu entscheiden, die sie wirklich mit reinem Gewissen kaufen wollen und kaufen können. Das ist momentan auch sehr schwierig. Jetzt diese neuen Entwicklungen, dass man halt mit Handy zahlen kann, ermöglichen ganz neue Wege, das zu tracken, also das aufzuzeichnen, und ermöglichen dann eben auch, wenn die Unternehmen dazu gezwungen sind, es offen zu legen, diese Sachen festzustellen. Dann wird natürlich kommen von der Industrie, ja, das sei alles so aufwendig und unmöglich. Es ist nicht so aufwendig. Ja, die Tankstellen, die wissen in ihren Bilanzen ganz genau, wie viel der LKW braucht, um die einzelnen Tankstellen zu beliefern, wie viel Benzin das sie selber kostet im Eigenverbrauch und so. Das ist bei größeren Unternehmen, ist das alles getrackt und jeder kleines Unternehmen kennt die eigene Stromrechnung. Ja, da brauchen die gar nichts erzählen. So, die Frage ist natürlich, ob sie es offenlegen wollen, dass sie CO2-freien Strom beziehen oder nicht. Das ist das eigentliche Problem, ja? Dieses moralische Risiko da an der ganzen Geschichte, dass man eben dann auflegen müsste, oh, wir sind gar nicht so toll, wie wir eigentlich tun. Das ist das Einzige, was sie fürchten. Die Datenerhebung ist nicht so aufwendig. Ja? Da wird es dann auch ein bisschen Hilfe geben, kann man dann ja auch vom Bundesministerium ein bisschen unterstützen, kann auch erstmal nur die größeren Unternehmen rannehmen. Aber die Daten, die sind alle da. Was fehlt, ist bei den Unternehmen der Wille, klaren Tisch zu machen und den Konsumenten in die Hand zu geben, dass sie selbst entscheiden, wie sie ihre Klimabilanz gestalten wollen und wie nicht. So, das ist die Idee. Ich arbeite die noch aus, ja. Aber ich glaube, das hätte Rieseneffekte. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie man das umsetzen könnte, dann schreibt mir und dann schauen wir, dass wir das gemeinsam packen. Dankeschön.